Seit nun einigen Sendungen hat sich die Buchvorstellung bei Frings on Air etabliert. Unsere Redakteurin Freya liest für ihr Leben gern und ist dieses Mal auf das Buch Chick gestoßen. Einige von euch werden den Namen mit Sicherheit schon mal gehört haben. Mittlerweile gehört das Buch in die Liga der weltberühmten Außenseiterromane mit über 2 Millionen verkauften Exemplaren. Außerdem wird das Stück unter anderem im Jungen Theater in Bonn aufgeführt, über eine ungewöhnliche Geschichte zweier Freunde und einem alten Lader, unsere Redakteurin Freya. Mutter Alkoholikerin, Vater pleite. In der Schule keine Freunde und die große Liebe bleibt unerreichbar. So lässt sich das Leben von Mike Klingenberg beschreiben. Und so wäre es auch geblieben, wenn sein neuer Mitschüler Chick nicht eines Tages mit einem geklauten Wagen vor Mikes Tür gestanden hätte. Andrei Tschichatschow, kurz Chick, ändert Mikes Leben völlig. Zusammen beginnen die beiden Hauptpersonen eine Reise quer durch Deutschland. Ohne Karte und Kompass. Sie treffen viele ungewöhnliche Zeitgenossen, wie bewaffnete Kommunisten oder Feuerlöscher schwingende Flussfettdamen. Und am Ende kommt alles ein bisschen anders als gedacht. Da viele meiner Mitschüler das Buch gelesen und vom Theaterstück geschwärmt hatten, wollte ich es mir auch einmal ansehen und mir wurde nicht zu viel versprochen. Mir ist es immer noch ein Rätsel, wie die Schauspieler es geschafft haben, aus einer in Grau gehaltenen Bühne ganze Landschaften entstehen zu lassen oder ohne ein Auto eine Fahrt zu simulieren. Außerdem habe ich großen Respekt vor den jungen Schauspielern, die, nicht viel älter als ich selbst, sehr überzeugend gespielt haben. Beim Lesen fiel mir dann vor allem der lockere Sprachstil des Autors auf, mit dem er es schafft, das Leben des Ich-Erzählers Mike Klingenberg sehr mitreißend wiederzugeben. Dabei blieb mir gut in Erinnerung, wie eindringlich der Autor die Freundschaft der beiden Hauptpersonen beschreibt und wie diese die beiden verändert. Insgesamt kann ich sowohl das Buch als auch das Theaterstück allen Freunden von zeitlosen Jugendbüchern empfehlen.